Okay, Leute, es geht weiter. Und das war's auch schon. Wir mussten also eigentlich gar nichts tun. Er hat uns gerettet. Und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Ach so war das denn. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wann fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir. Sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Tränen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht machen. Er hat die Spiegellinie betrieben. Komm schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Latschin. Trinkt. Trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir, du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee. Und Ignoranz. Sehr nett. Die zwei gehörten also zu seinen Freunden, die immer Tee getrunken haben. Jetzt kommt's mir wieder. Trotzdem finde ich schade, dass alle drei tot sind. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Doch. Macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Ich frag mich nur, wie wir jetzt von dem Dach mit den Tauben hierher gekommen sind. Könnt ihr mir irgendwas sagen? Ach ja, und mit dieser normalen Alice kann man nichts machen. Nicht mal springen. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Aber dennoch weiß ich nicht. Die Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Ich wundere mich echt, wie sie hier gekommen ist. Noch schlimmer wird wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Also anscheinend sind wir jetzt auf jeden Fall hier. Was war das? Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume, so wahrscheinlich wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Aber wie ist sie denn hierher gekommen? Wow. Verdammt. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Gib ihm in der Mangled Mermaid noch einen Pint. Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Murmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Und wir sind jetzt anscheinend irgendwo an der See, wo lauter, ja nicht Piraten, aber vielleicht Seeräuber, starke Männer, Fischer, The Mangled Mermaid, schaut gruselig aus. Hallo? Ups. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein?
Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Keine Ahnung, warum sie es gerade nicht gesagt hat, aber sie hat ihren Mund dazu bewegt. Die sehen hier so schlimm aus. Ups, was steht da? Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh und geht nicht weiter. Ich weiß nicht. Ich konnte doch gerade C drücken. Oh. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu stark Getränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungsarten den Weg. Frage mich, was aus Priest geworden ist. Was aus Priest geworden ist? Ich kann nicht lesen. Wieso geht das hier nicht weiter runter? Ich möchte wissen, was unten steht. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Okay, woher kennt die Frau uns? Wieso unterhalten sie sich so liebevoll miteinander? Oh, ich habe gerade nicht zugesehen, wie er umgekippt ist. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Also ich würde mir ja das Pferd schnappen und abhauen. Anscheinend ist er tot. Hier lagert der Alkohol. Und hier geht's zur Sache. Wie mir scheint. Wer spielt denn das Klavier? Oder wo? Oh weia. Trink noch einen. Komm schon, bitte nicht schaden. Muss meinen Kopf platt kriegen. Brauch ein bisschen Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen es jetzt machen. Was denn? Ich will nicht. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ach komm schon. Es ist Zeit. Bitte, Bill. Wenn du es nicht machst, mache ich dich fertig. Okay. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzendes Gin. Naja, was tun die denn da? Hau doch mal mit drauf. Komm schon, misch dich da ein. Vermutlich sollen wir dort rein, aber ich will erstmal hier gucken. Wobei ich glaube, dass man hier eh nichts machen kann. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Oh oh. Hm.
Und schon wieder liegt sie in Flammen. Ich glaube, jetzt kommen wir ins Wasser. Diesen Part hier mochte ich mit der Zeit nicht mehr so, weil mir das dann ein bisschen zu viel wurde irgendwie. Ist echt, hier zieht sich das ziemlich, hatte ich das Gefühl am Anfang. Oder damals, besser gesagt. Tundra voll. Tundra ist doch diese eine aus dem Meer. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt noch mit der alten Kleidung in einer Welt voll aus Eis und Wasser. Mal schauen, wo wir denn da hinkommen. Schadet ihm nicht. Gehen wir den anderen Weg. Wird dort auch noch Zähne liegen. Oh. Und dort war jetzt Wasser. Runterfallen. Der pustet, glaube ich. Ja. Können wir eigentlich schon wieder eine neue Waffe upgraden? Nein, noch nicht. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe leider, wie gesagt, schon mal das Spiel gespielt und deswegen habe ich noch die neueren Waffen. Ich weiß auch nicht. Ich hätte den ersten Spielstand löschen können, aber ich wollte irgendwie nicht. Oh, das schaut so schön aus. Was hat denn der Mond da? Im Mund? Ich höre wieder irgendeine Nase. Da. Kann man die auch so nehmen, oder? Körbchen. Okay. Wir müssen da jetzt rüber. Und einfach drauf warten.
gar nicht schwer eigentlich. Und da müssen wir weiter. Oh. Sieht geil aus. Oh, und hier hätten wir erst den ersten Hammer bekommen. Ich habe ihn schon viel früher genutzt, aber hier hätten wir ihn erst bekommen. Steckenpferd zerstört. Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Einfach umwerfend. Galoppiert durch... Wie, was? Gegner erreichen? Also entweder bin ich zu doof oder ich kann die Schrift nicht lesen. Gut. Weiß ich schon Bescheid. Hier sollen wir es wahrscheinlich gleich mal üben. Mit den Viechern. Ice Mark. Ich habe noch nicht genug Zähne. Was sind denn das überhaupt für Tiere hier? Ach Gott. Da hinten ist ja auch noch was. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Testen, kommen wir da rüber? Nope. Vermutlich sind die Tiere hier eingefroren und dann angeklauert worden. Ich habe ich auch gerade wieder irgendwo ein Schwein gehört. Vielleicht hier irgendwo. Ja. Na wohl, nochmal die Nase pfeffern. Dann können wir wieder hier rauf. Und eine neue Erinnerung vom Psychiater oder Arzt vermutlich. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Hm. Oh weh. Aber da war ja auch noch was und da sind wir nicht... Ach egal. Nee, nicht egal. Hier war ja immerhin auch noch was, aber vielleicht kommen wir ja dann dort wieder raus, wenn wir da im Kreis laufen, nehme ich mal an. Oh, da hast du dich jetzt getan, ne? Hat euch so gepasst. Und ich vergesse. Oh,
Jakob. Gut. Aber da oben war ja auch noch was. Ich sehe schon. Hier. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Der arme Peter Pan. Oh yeah. Super. Prince Withless konnte bisher noch jede Gin-Flasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Und hier so ein Riesenviech. Ich liebe sowas, das ist immer so schön gruselig. Ja, und hier war das jetzt wahrscheinlich, wo wir vorhin nicht... Obwohl, jetzt haben wir hier zwei Wege, das ist natürlich doof. Ich weiß jetzt nicht, wo wir als erstes hin sollten. Das Gefühl hierher. Sag ich doch. Ups, okay. So. Oh, ich glaube, hier geht's gleich wieder los. Hey. Hier passiert ja doch nichts. Ich dachte, hier kommt gleich total was auf mich zu. Aber... Was ist das? Zähne, Zähne. Ja, das ist mir klar. Und da oben ist auch noch irgendwas. Ah. Hier gibt es aber dennoch etwas. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber hier war noch irgendwo eine... Da! Okay, cool. Bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe es doch überhaupt nicht gehört oder sowas. Wechseln! Gut, ich glaube, jetzt können wir aber zum letzten Mal die Waffe aufwerten. Okay, das war's. Jetzt brauchen wir rein theoretisch keine Zähne mehr zu sammeln, glaube ich. War richtig cool aus hier. Das muss man schon sagen. Da war gerade irgendwas, aber da konnte ich jetzt nicht hinschauen. Wow. Hier kann man die Geschwindigkeit nicht selbst bedienen. Hier kann man nur nach links und rechts lenken. Speichert gerade. Hier ist der Abgrund. So. Ach, schon wieder. Welche Waffe haben wir? Okay. Der Lenkung geht nicht manchmal richtig auf.
muss ich schon sagen. Alice. Diesmal können wir wohl nicht erkommen. Musik hat wieder aufgehört zu spielen. Ah, und da unten haben wir unser erstes Minigame, glaube ich. Die gibt es eben hier in dieser Welt des Öfteren. Da gehen wir jetzt rein. Moment, gibt es nicht noch irgendwas? Klar kommen wir da wieder raus, aber bevor ich wieder alles hier vergesse, möchte ich noch mal reingucken. Moment. Okay. Gehen wir mal rein. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Was haben sie gemein? Dass alles nur meint, dass alles nur meint, ist der Tornado nicht so? Beide sind grausam, beide sind gewaltig, beide sind wahllos und zerstörerisch. Eigentlich würde ich jetzt das sagen. Oder das... Naja, ist ja auch gewaltig, grausam, wahllos und zerstörerisch. Also ich würde entweder sagen, dass alles nur meinte, Tornado ist nicht so. Beide sind wahllos und... Ja, ich nehme jetzt mal das. Richtig. Okay, es war doch kein richtiges Minigame, wie ich dachte. So hübsch hier. Gut, und somit beende ich auch wieder diese Folge. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!